Es ist ein besonderer und aufregender Tag für Lena Türstein und Paul Rehm. Zum einen haben sie ihren Schulabschluss geschafft und zum anderen wurden sie heute für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Und das, weil sie sehr gute Noten geschrieben haben und sich gleichzeitig ehrenamtlich im sozialen Bereich einsetzen. Ich habe jetzt über ein Jahr ein Projekt, das heißt Schule der Vielfalt, an meiner Schule eben aufgebaut. Und da geht es eben darum, dass man über Diversität, also Vielfalt im Allgemeinen redet und aufklärt. Für mich ist einerseits Tag der Wertschätzung für diesen Erfolg, den jeder Einzelne oder jede Einzelne erzielt hat. Zweitens aber auch ein Versprechen für die Zukunft, nämlich dass diese junge Generation auch die Zukunft Bayerns gut meistern wird. Insgesamt wurden heute 75 Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern von Ministerpräsident Markus Söder und Kultusminister Michael Piazzolo geehrt. Die Politiker engagierten sich in ihrer Jugend in unterschiedlichen Bereichen. Es hielt sich im Rahmen. Es war genug Zeit, auch um Fußball zu spielen und anderen Hobbys nachzugehen. Also insofern, so intensiv, wie das die heute ausgezeichnet gemacht haben, habe ich das nicht. Zum Leidwesen meiner Mutter habe ich neben meiner Schule sehr viel engagiert. Ich habe mich in der CSU und der Jungen Union engagiert. Darunter litt dann manchmal meine Lateinarbeiten. Zum zweiten Mal wurden in diesem Jahr herausragende Schülerinnen und Schüler in München geehrt. Jeder bekam eine Urkunde, einen Bildband und einen großzügigen Büchergutschein überreicht. Ich war ja doch ziemlich angespannt, muss ich zugeben. Weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich einfach, weil es wirklich eine große Ehrung ist. Vor allem, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und ich meine, wenn man von so vielen Schülerinnen aus ganz Bayern einer von diesen wenigen ist, die eben diese besondere Auszeichnung bekommen, dann ja, ist das schon ein sehr überwältigendes Gefühl. Für die beiden Münchner beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Lena geht für ein Jahr lang in die USA. Auch Paul hat schon genaue Pläne. Ja, für mich geht es jetzt halt erstmal ein halbes Jahr nach Ungarn, in den Nationalpark als Ranger im Zuge eines FSJs. Das andere halbe Jahr habe ich mir dann noch freigelassen, weil ich ein bisschen schauen will, wo es mich hintreibt. Doch genau wie alle anderen bayerischen Schülerinnen und Schüler haben sich Paul und Lena ab morgen erst einmal 6 Wochen Sommerferien verdient.